FC Breitenrain in Weiss gegen FC St. Gallen U21. Breitsch macht glücklich, so steht es auf einem Transparent auf dem Sportplatz Spittelacher. Es ist aber der FC St. Gallen, der zur ersten Chance kommt. Der Superliga erprobt Igor Tadic zieht in die Mitte und schießt den Ball knapp über die Latte. Nur zwei Zeigerumdrehungen später ist es wieder der FC St. Gallen, der zum Angriff kommt, das mal über die rechte Seite. Und mit ein bisschen Glück landet der Ball wieder beim Igor Tadic. Aber der scheitert am hervorragend reagierenden Alain Portmann. Ja, nach 15 Minuten ist der FC Breitenrain im Spiel und kommt hier zu der ersten Gelegenheit. Und die Chance wird bereits ausgenutzt und es ist das Gold von Kirspin Müller mit der Nummer 10. 16. Spielminute 1:0 für den FC Breitenrain. Wunderbar, wie sich da der Kirspin Müller hochschubt und den Ball ins Netz spediert. Ja, es ist ein Intensivspiel. Beide Mannschaften kommen zu weiteren Chancen. Kurz vor der Halbzeitpause ist dann nochmal der FC St. Gallen, der den Ausgleich sucht. Und mit Igor Tadic findet er Leiterball, geht kommt neben Alain Portmann vorbei ins Goal. 38. Spielminute, 1:1. Ausgleich für den FC St. Gallen. Kurz nach der Pause folgt dann der grosse Auftritt von Stefan Frey. Aus rund 35 Metern schießt der Kugel schön über den St. Gallen Goalie zum 2:1 ins Netz. Ein Traumgoal von Stefan Frey zum 2:1 für den FC Breitenrain. Der FC St. Gallen gibt sich aber nicht auf, sucht weiterhin den Ausgleich und sie kommen auch zu Chancen, wie hier über links. Nach einer guten Flanke ist er mit in der Keeper, der aber knapp über das Goal schießt und leider die Chance vergibt aus Sicht von St. Gallen. Aber auch Breitenrain ist eine Antwort nicht verlegen. Wieder ist der Müller, der allein auf den St. Gallen Goalie zugelaufen ist, aber der hat es hervorragend verteidigt. Wir schieben bereits die Schlussphase und es ist St. Gallen, der wieder den Anschluss sucht. Und dann wird Igor Tadic im 11-Meter-Raum gefoult. Und es gibt Penalty. Die Proteste sind riesig beim FC Breitenrain, man kann es nicht glauben. Aber es nützt alles nichts. Der Zizek läuft an. Zizek gegen Portmann. Der Portmann pariert, aber dann der grosse Schock für den FC Breitenrain. Der Schiedsrichter Urs Schneider lässt den Penalty wiederholen. Die Proteste sind erneut riesengroß, aber es bringt alles nichts. Der Penalty wird wiederholt werden. Es ist erneut der Zizek, der Anlauf nimmt. Und das mal verwandelt er gekonnt in die rechte untere Ecke. Keine Chance für Alain Portmann. 82. Spielminute, 2:2 Ausgleich. Ja, es ist aber noch nicht fertig. Der Luan Gaschi hier an der rechten Seitenlinie verliert den Ball. Bleibt dann einfach stehen. St. Gallen spielt unbeirrt weiter und sucht immer wieder den gefährlichen Igor Tadic. Und er lässt sich mit 2:0 bitten und zeigt seine ganze Klasse. 3:2, der FC St. Gallen dreht das Spiel und gewinnt das Kellerduell beim FC Breitenrain mit 3:2. Der Frust natürlich riesig auf Seite der Berner. Aber der FC St. Gallen hat den Sieg nicht unbedingt gestohlen. Sie sind beide zu Chancen gekommen. Natürlich, ein Unentschieden wäre wahrscheinlich das gerechte Resultat gewesen. Aber es ist wie es ist. FC Breitenrain St. Gallen 2:3. 45, 45, 45.